die Volksseele. Heutzutage wird der Begriff Seele sehr oft gebraucht und inzwischen ist allgemein die Trinität von Leib, Seele und Geist bekannt. Was jedoch oftmals vergessen wird, ist, dass es noch mehr Arten von Seelen gibt. Die Pflanzen haben eine Seele, die Tiere haben eine Seele und ja, auch ein ganzes Volk hat eine Seele. Vielleicht kennst du sie besser unter dem Begriff kollektives Bewusstsein. Doch was hat es damit auf sich und warum ist gerade die deutsche Seele so wichtig für die Menschheit? Jedes Volk hat seine eigene Volksseele. Die Franzosen haben eine französische Volksseele. Die Italiener haben eine italienische Volksseele. Die Belgier haben eine belgische Volksseele. Und der deutschsprachige Raum hat eine deutsche Volksseele, auch bekannt als Germania. Eventuell denkst du nun, nein, das kann nicht sein. Erzengel Michael ist für die Deutschen zuständig. Das stimmt auch. Schließlich kennen wir alle den Ausdruck der deutsche Michel. Doch ist Erzengel Michael unser Schutzpatron. Unsere Volksseele ist die wundervolle Germania und seit vielen Jahren ist sie völlig außer Acht gelassen worden. Dass das natürlich nicht gut ist, brauche ich hier wohl kaum zu erwähnen. Aktuell ist das deutsche Volk gespalten wie nie zuvor. Jeder macht sein eigenes Ding, keiner traut dem anderen, jeder will für sich sein. Wo sind nur die Liebe, die Hilfsbereitschaft, das Mitgefühl der Deutschen hin? Nun, wir wurden gezielt seit Ende des Zweiten Weltkrieges hier hingeführt. Wer sagt heutzutage laut und voller Inbrunst, ich bin stolz, Deutscher zu sein? Ja, leider kaum jemand. Manche fühlen diesen Stolz noch. Manche äußern dies auch hinter vorgehaltener Hand, doch die meisten Deutschen können sich nicht mehr mit ihrem eigenen Land identifizieren. Und das ist das Schlimmste, was es für eine Volksseele geben kann. Es wurde uns jahrzehntelang abtrainiert, für das Deutschtum einzustehen und es zu leben. Wir werden heute noch dafür verantwortlich gemacht, was angeblich damals im Zweiten Weltkrieg passiert sei. Mal abgesehen davon, dass stets nur die Sieger die Geschichte schreiben. Ist das wirklich fair? Es ist über 3 Generationen her und wir sind immer noch die Bösen und Schuldigen. Hast du so etwas schon irgendwo in der Welt erlebt, dass dieser Schuldkult so lange fortbesteht? Nein, natürlich nicht. Das hat auch seine Gründe. Sind wir nicht als das Land der Dichter und Denker bekannt? Sind nicht aus Deutschland viele Erfindungen und Innovationen gekommen? Erinnerst du dich an das Qualitätssiegel Made in Germany? Und zu guter Letzt, erinnerst du dich noch an folgenden Spruch? Am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Glaubst du, das alles sei nur Zufall? Selbstverständlich nicht. Du weißt ja, dass es keine Zufälle gibt und alles seine Bedeutung hat. Wir Deutschen sind ein unglaubliches, starkes, liebevolles, mitfühlendes Volk, welches der dunklen Welt Angst gemacht hat und auch immer noch macht. Deshalb wollten sie uns auch zerstören und sie sind richtig gut damit fortgeschritten. Doch es erwachen immer mehr Menschen aus deren Manipulation und erkennen, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Wir sind so viel mehr, als uns die Gesellschaft, die Politik und unsere angebliche Geschichte weismachen will. Spüre mal tief in dich, während du an die deutsche Volksseele denkst. Spürst du die ihr innewohnende Kraft? Die tief sitzende Energie, die wieder erweckt werden will? Spürst du den Stolz, was es bedeutet, Deutscher zu sein? Wir sind so herzensvolle Menschen. Das weißt du auch. Damit meine ich selbstverständlich nur die fühlenden, beseelten Wesen, nicht den Rest, der teils unter uns weilt. Jede Seele, die jetzt gerade hier auf Erden in Deutschland inkarniert ist, ist eine überaus kraftvolle und starke Seele. Wir haben die Aufgabe, die deutsche Volksseele wiederzuerwecken, die so viele Jahrzehnte lang beinahe komplett ausgerottet wurde. Gemeinsam erwecken wir sie wieder, denn zusammen sind wir stark. Wir sind eine Einheit. Wir sind alle eins. Aus diesem Grund dürfen wir nicht unsere liebe Volksseele Germania vergessen, sondern wir dürfen und sollen uns mit ihr verbinden. Aktuell ist sie noch schwach. Doch wenn wir uns alle mit ihr verbinden und ihr unseren Glauben, Willen und Kraft einspeisen, was glaubst du, wird passieren? Genau, das deutsche Volk wird sich wieder erheben und seine Souveränität einfordern. Die ganze Welt wartet auf uns. Alle blicken zu uns und fragen sich, warum wir uns nicht erheben. Momentan ist die Schwelle noch nicht im Volk erreicht.
Doch sobald wir unser Bewusstsein mit unserer Germania verbinden, werden auch die restlichen Deutschen den inneren Drang verspüren, aufzustehen und auf den Tisch zu hauen. Sie werden vielleicht nicht genau wissen, warum sie diesen Drang haben, doch er wird da sein. Lass uns das deutsche Volk wieder erstrahlen und erblühen. Wir wurden lange genug unterdrückt. Zeigen wir der Welt, wer wir sind. Warum wir die Dichter und Denker sind, zeigen wir allen unser großes Herz. Lasst uns zusammen vereinen. Lasst uns wieder unsere wundervolle Volksseele Germania aufleben. Lasst uns einfach, schuldfrei und ohne Bedenken einfach wieder Deutsche sein. Es ist an der Zeit. In Liebe, Lisa vom Checkmate-Team.